das Baby ist so gewachsen. Das Baby ist schon gewachsen. Ja, oh. Guten Morgen, liebe Leute. Es ist schon wieder ein Morgen und es ist der letzte Tag ohne Fahrradsalon. Was ja nicht ganz stimmt, weil wir jetzt heute wahrscheinlich auch wieder ein bisschen aufräumen im Salon. Gestern war ja sehr lange im Salon. Und was soll ich euch sagen? Komm jetzt nicht mit. Ja, heute kommt Blumen nicht mit. Heute hat Lume nämlich Tanja-Tag, da muss ich halb in die Kita gehen und dann holt sie mich ab. Dann holt die Tanja. Nach dem Mittagessen. Genau. Und dann holt Mama Skania. Feenhose! Feenhose. Die kenne ich überhaupt nicht. Ich habe gestern noch richtig lange recherchiert und die Bilder, die ich gestern gekauft habe, sind original von Julius Kraut. Sind ganz späte Werke von ihm. Und ja. Sind original. Also ich habe ein einziges gefunden mit einer Signatur, die man erkennt. Stimmt. Stimmt. Oh, ich habe lange gesucht. Bis. Ja. Ja, mein Freund. Ja, ist nur die Frage, was man jetzt damit macht. Verkaufen. Nee, verkaufen. Zuschlag. Mama will die Bilder verkaufen, die ich gestern gekauft habe. Den Glatzkopf und Brillenträger. Glatzkopf, Brillenträger. Ja, ich habe den Glatzkopf. Der arme Kerl, ja. Kann er nicht. Stell mal vor, Papa hätte keine Haare. Ah, Papa soll verkauft werden. Na, siehst du? Dann hättest du Papa soll verkauft werden. Schwuppdiwupp ist man raus hier aus dem Geschäft. Out of business. Wir müssen heute noch eine Gardinenstange besorgen. Ansonsten kommt das dies ja nicht mehr. Ansonsten kommt das dies ja nicht mehr. So, wir haben gar keine Zeit, wir müssen jetzt los. Komm. Yay. Yay. Und bin wieder zu Hause, ne? Die Mutti ist nicht da. Ist ja toll. Bin ich extra bei der Kita vorbeigefahren und wollte auf sie warten. Ah, war sie schon weg. Kriegt die Krise. Kriegt die Krise mit der. 11 Kommentare habe ich. Marco schreibt, wetten kaum, dass du das Ding mit der Speiche im Montageständer hast, kommt einer mit dem Platten. Ja, so wird es wohl sein und so soll es auch sein. Sollen sie ruhig alle kommen, ist mir auch egal. Inzwischen weiß ich, was für ein Lager ich habe. Na, das habe ich ausgiebig schon beantwortet, die Frage. Der Schrauber auf der Ecke will 70 Euro für den Tausch haben und 45, wenn es nur eingestellt werden muss, ist das okay. Er hat ein Holotec 2 Lager. Ein Holotec 2 Lager kann man nicht einstellen. Also man kann es natürlich einmal montieren, ja, aber sollte das dann sich nicht gelöst haben, ja, kann es nur kaputt gehen. Wenn es einmal eingestellt ist und festgeschraubt ist, dann kann es nur, wenn es Spiel hat, denn auf einmal, dann ist das Lager kaputt. Und dann kann man keine 45 Euro aufrufen für einstellen. Selbst angenommen, man hätte die Schraube nicht richtig festgedreht und hätte es relativ schnell bemerkt, ohne dass Verschleiß auf der Achse oder auf der Verzahnung auftritt und würde zum Fahrradladen gehen und sagen, ja hier, meine Tretkurbel wackelt und so. Was kostet das festziehen zu lassen? Dann würde ich mich schämen zu sagen, 45 Euro. Also dann kostet es vielleicht 2 Euro. Spendenkasse oder eben Werkzeug nehmen, selber machen und 50 Cent in die Spendenkasse schmeißen oder 1 Euro oder was weiß ich. Also 45 Euro einstellen, Holotec 2 Lager wird nicht funktionieren. Also wenn es wackelt, dann wackelt es, dann ist Spiel und Spiel kann man nicht einstellen. Nicht sehr professionell. Naja, ich weiß nicht, inwiefern, ist ja alles Ferndiagnose, deswegen kann man das ja immer nicht so sagen. Ne? Also 45 Euro für das Einstellen. Also man kann das nicht einstellen halt. Man kann nur festschrauben. Und festschrauben für 2 Schrauben 45 Euro zu nehmen, ist zu viel. 70 Euro für ein neues Lager mit Einbau? Alles gut, alles super. Machen. Fertig. Hoffentlich klappt das alles so. Anton Lampe schreibt, hat er nicht alle Tipps gelesen? Hat das jemand erraten? Speichentausch Hinterrad? Ich glaube, nein. Wir haben alle nicht damit gerechnet und regulär zählt es ja nicht. Ich war gestern ja nur zum Aufräumen da. Aber ich habe mal angenommen, eigentlich. Ne?
Guten Morgen aus dem sonnigen Spandau. Können uns zwar die Folge gerade nicht ansehen, aber einen Gruß können wir ja schon da lassen. Na dann, liebe Grüße zurück an Annette und Ringo. Ja, Puki, welche Größe? Dann schreib mal vorab, dass ich einen Schlauch da habe, weil ich bin noch ein bisschen knapp mit dem Material. Ein weiter Weg. Ja, nicht, dass du umsonst kommst hier. Das geht nicht. Ich hoffe, ich hab dann da... Aber nicht irgendwo anders in Kufen. Aber das kriegen wir... Haben wir auch schon mal gemacht, ja klar. Weil ich hab natürlich... Morgen bekomme ich noch keine Lieferung. Morgen... Es ist nicht alle da, das muss ich ganz ehrlich sagen, weil jetzt ist alles wegverbraucht, ja, und deswegen macht das lieber nicht. Jo, der letzte Tag wird richtig ausgenutzt, der Tommy hier wieder Fahrdienst zu leisten. Wir haben schön gefrühstückt. Schön gefrühstückt haben wir, so, ich muss mich, ja, ich bin noch nicht angeschaltet, ich weiß. Aber ich. Ja, das weiß ich auch, weil ich nämlich rückwärts fahre. Niemand sagt immer, das Baby ist in meinem Bauch drin angeschnallt. Stimmt, ist es ja auch. In gewisser Weise ist eine Nabelschnur dran. Oh. Jetzt wäre ich immer darauf hingewiesen, jetzt wäre ich nicht angeschnallt. Bin toll. Wer sagt denn das? Das reicht jetzt davon. Weiß dich doch gar keiner drauf hin. Doch, doch, hat beim letzten Mal. Ach, siehst du? Wir holen jetzt eine Gardinenstange. Marlies hat sie geschafft. Ich habe vor anderthalb Jahren Gardinen gekauft. Egal, wer sagt, komm, keine Gardinen ran, weil sind Gardinen ran. Weil sind schöne Gardinen, die habe ich nämlich selber gebaut. Die selber improvisiert, die baut und habe so ja damals noch, die erste Version war mit Zugsystem, aufziehen, zuziehen. So richtig schön ausgeklügelt. So richtig, aber auch schön. So, was nur? Der Frau reicht das natürlich nicht. Die muss was neu kaufen, die muss einfach einen Umsatz, den Bruttosozialprodukt. Das sind Kindergardinen. Das war von unserem Wohnzimmergardinen. Ja, die sind aber schön. Ja, die sind auch schön. Nee, aber die sind schöner. Anders. Nee. Schöner würde ich nicht sagen. Doch. Die sind schöner. Ja, aber ich möchte jetzt... Die sind hell, die sind weiß. Ja, aber wenn... So, und jetzt kommt, was kommt ran? Grau. Graue Gardinen. Toll. Aber dadurch nichts haben wir aber oben mehr Licht, weil oben ist dann frei. Mehr Licht. Na, ich habe doch ein Aufzugssystem. Nein, okay, wie gesagt, Marlies hat es geschafft. Nach einem Jahr oder was weiß ich, zwei Jahren oder was, ich weiß ja nicht, wie lange, ein Jahr? Anderthalb. Anderthalb Jahren habe ich jetzt endlich mich breitschlagen lassen. Jetzt kriegt sie ihre Eulengardinen da dran. Ich habe die aber auch schon so lange. Ich habe die auch schon so lange. Gardinen? Hast du doch gerade gesagt. Ja. Anderthalb Jahre. Das war mein Plan. Ja, der ging auf wieder. Ist dann nur ja, anderthalb. Man schön, braucht Geduld. Ganz schön lange. Aber irgendwann was kriegt man Tommy überredet. Anderthalb Jahre für Gardine. Dann könnt ihr euch mal vorstellen, wenn es um was wirklich Ernstes geht, was denn los ist. Wir sehen halt so aus, als würden wir klauen. Deswegen werden wir beobachtet. Das ist auch kein Schwangerschaftsbad, sondern Bettwäsche. Nee, da ist. Genau, da hast du die Bohrmaschine drunter. Meine Frau versteckt immer unter ihrem Bauch. Kissen. Zierkissen. Ja, wir sind in Neukölln. Die Ehe geht. Nee, da ist nichts mehr zu machen. Ja, so ist das. Leben geht, kommt und geht. Ein Auf und Ab. Scheiße. Ja, aber das war klar. Das hat er ja auch schon. Hat er ja auch schon kommen sehen, hat er ja schon gesagt. Der geht um Wochen nur noch. War ja noch zuversichtlich. Ich habe gedacht, na, vielleicht hat er ja noch zwei, drei gute Jahre. Hat er nie geht, wenn dann überhaupt um Wochen. Und dann war der Zustand wahrscheinlich schon, Hauptsache er war da, hoffentlich war er da, nicht, dass er die Vorhaltung macht, dass er losgefahren ist. Weil seine Familie kein Holz hat, weil er nur Holzjagd hat für drei, vier Tage, hat er gesagt. Naja, wie man es macht, macht man es falsch vielleicht, wisst ihr. Die Mutti vom Vermieter ist gestorben. Anne war eine nette Frau, oder? Resolut, aber ich komme eigentlich klar mit ihr. Ja, schön gesehen. So, jetzt machen wir hier Gardinen an. Oh, bin ich ja mal gespannt. Oh, ich muss aber gleich losgehen. Ah, ich dachte, du hilfst mir jetzt. Naja, ich muss. Komm her, Uni legen. Um drei muss ich Lumen abgeholt haben. Ja gut, dann schleife ich jetzt erstmal die Löcher drin. Aus. Also ich muss um. Ach, scheiße. Nee. Und dann muss ich das erstmal schleifen. Leg ich erstmal in den Keller? Der Vermieter weiß gerade, wir haben ein bisschen gequatscht miteinander. Aber bestimmt. Wie lange? Anderthalb? Ja. Anderthalb, fast zwei Stunden, wa? Ja, bestimmt zwei Stunden. Boah.
haben wir uns verquatscht. Und dann geht jetzt doch erstmal in den Keller, schleife unten die Ösen auf. Ich habe nämlich Ösen geholt, so richtig, als wenn es um Leben und Tod geht hier. Bei mir ist wieder, ist ja nur eine Gardinenstange, aber ich glaube, die wiegen schon mehr als die Gardinenstange. Das sind so Gerüstösen. Kennt man von der Hauswand, werden eigentlich in eine Fassade geschraubt, um die ganze Rüstung zu halten. Bei mir kommt eine Gardinenstange ran mit einer Leichtbaugardine. Na, ich bin ein Übertreiber, ich weiß, aber es muss auch halten. Einmal für immer. Übertreiber. Und wer ist der Übertreiber? Teibar. Nee, so ist es denn. Bei mir muss das halten. Wenn ich es einmal mache, muss das halten. Und deswegen mache ich das immer so. Zack. Ösen. Die kommen da richtig rein, so weit. Da müssen wir Löcher oben drin bolzen. Allein der Dübel ist schon geil. Dübel? Na, natürlich vier Stück davon, ne? Oben, unten. Zack! Und den Bohrer habe ich extra gekauft, 14er. Noch zwei Ösen. Und die Stangen. Und die Stange kennen wir ja schon von drüben, von dem anderen Ding. Von dem Bett, da habe ich auch so eine Stange. Und die Ösen hier, das passt nicht ganz. Die muss ich auffeilen alle. Ja, und die feile ich alle auf. Na, wenn das so richtig saugend passt, dann ist es perfekt für mich. Saugend. Ja, und dann kommen die Gardinendinger ran und das war's. Was machen wir eigentlich mit den Enden, Marlies? Ich weiß, was wir machen. Fahrradgriffe ruf. Ist der Fahrradladen. Oh nö. Jo, liebe Leute, was muss ich jetzt machen? Ich muss hier bei diesen Ösen. Jetzt habe ich vergessen, die Stange mitzunehmen. Aha! Ich hole noch mal die Stange. Nur mitkommen. Stange ist da. Auf meinem übervollen Tisch hier. So. Liebe Leute, vier Stück davon müssen passend gemacht werden. Damit sie hier die Stange durchpasst. Dann mache ich jetzt. Ja, bitte. Mach doch auf hier. Dann habe ich noch gute Nachrichten für dich. Ja? Da. Leiter brauche ich auf alle Fälle. Dann mal los. So, jetzt hier. Die Frau will es. Die Frau kriegt es. Das sieht schon so brutal aus da oben. Ich meine, wer macht denn sowas? Rüstösen. Wer macht denn sowas? Ja, das hält. Das hält für immer. Muss ich mal Hände waschen gehen. Jetzt kommt die Gardine ran. So, Achtung, Gardine zieht ein. Aber bin mal gespannt. Der eine ist ein bisschen schief, der Haken. Siehst du das, dass der so schief aus der Wand ein bisschen rauskommt? Ja.
Deswegen ist es ein bisschen schwerer mit dem Rinn. Ich hoffe, ich kriege jetzt noch irgendwie, wenn nicht, biege ich den mal kurz. Ha, biegen mal kurz. Ha, eine Rüst. Ha, Rüstöse. Der Tommy hat auch, ey. Ein Gauer, aber heute gelesen, oder? Wenn ich das jetzt im Boden kriege, oder? Ich also Rüstung von der Wand reißen. Außerdem muss hier eh noch gemacht werden. Jetzt ist offen, jetzt mache ich das. Ja, heute halt mal so ein bisschen gelistet. Alles klar. Die haben, leider sind die gar nicht hier, aber schon ganz lang, aber noch nie rangemacht. Oh, gut. Wo bist du im sechsten, Papa? Ich bin hier. Papa, ist die Kamera noch an? Ja. Und. Ganz gemütlich. Und dann kann man noch ein kleines Bettchen hier drin bauen, ne? Nee, wo du letztes Mal das Fenster aufgemacht hast, musste ich dort so ein bisschen rausklettern. Nee. Aber so geht es. Zwar hier eine kleine Kuschelecke drauf bauen. Na, meine ich doch, ja, eine kleine Kuschelecke. Und ganz warm. Kannst du mir mal ein kleines Kissen holen, wo ein Niklas steht? Und meine Elsa-Puppe auch noch. Dann kann man hier noch ein Kissen so machen und dann kann man hier so sich eine kleine Kuschelecke bauen. Sind das Babyborn? Ganz toll. Hast du mir fest nicht, dass die Badewanne etwas magisches ist? Magische Badewanne. Hallo, meine Mama und Papa haben mir heute die kleine Tellerdose gekauft, weil es Skat und ich sind Tellermutter, aber es ist eigentlich nur meine Mutella. Ich Mutella lieber. Ah, Mutella, kling, kling. Und ich mag Nutella. Ich will sogar eine große Dose Nutella, aber ich darf nie wieder. Nur kleine Dosen darf ich jetzt Nutella. Ich darf nicht so viel Süßkram, hat nämlich der Zahnarzt gesagt. Wie um meine Soße. Aber Lumen ist auch die einzige von den Kindern, die einen Apfel isst. Sehr gerne. Mhm. Dann darfst du auch mal eine kleine Nutella. Aber eine große dürfen wir nicht mehr machen, weil sonst gibt es nur noch Nutella. Ja, Nutella, und sie will. Sagt sie, Nutella, Nutella. Ja, immer wieder. Das geht nicht. Apfel ist aber auch so lecker. Lecker, lecker. Das ist mein Lieblings gesundes Essen. Apfel. Ja. Ich mag die, weil die so besonders rot sind. Ja, die sind lecker auch. Und schön saftig, da muss man nichts stinken. So, Marlies quatscht wieder am Telefon. Hier wollte ich nur mal kurz zeigen, die ganze Zeit, während ich die Gardinen aufgehangen habe. Ihr habt ja Gott sei Dank noch ein bisschen. Aber ja, guck mal jetzt. Wenn sieht doch schön aus, ne? Ist doch fertig. Ja, ist schön geworden. Ich mach's ja nicht. Oh, das ist nett. Hast du fertig schon? Das ist das gleiche Alter, aber ein bisschen Zeit. Oh, das ist schön. Das hab ich gelb. Mit Gelb, ne? Mit Sonnenblumen, Sonnenstrahlen. Das ist schön. Willst du noch was malen? Ja.
Ja, mach mal noch eins. Ich komme gleich wieder. Ja? Du bist mein Baby, ja. Ist mein Baby. So, liebe Leute. Was soll ich sagen? Jetzt fahren wir zur Garage. Jetzt habe ich einen Besichtigungstermin. Das da will sich ein Händler die Periroden-Bände endlich angucken. Periroden und die ganzen anderen futuristischen Bücher. Die gebe ich jetzt alle zusammen für einen Huni ab. Alle zusammen für einen Huni. Total bescheuert bin ich, ja. Ich will nicht nur noch loswerden, jetzt soll nur noch weg. Weil ich einfach den Platz auch brauche. Real, wie auch immer. Ich fahr mal los. Achtung! Der Trödeltrupp fährt ein. Was? Mami, ich bin auch. Nein, was ist los? Mit denen. Okay, schöner Vorhang, schön neu. Haben wir lange gebraucht für, haben wir viel gearbeitet für. Siehst du mit deiner schmutzige Wäsche aus? Das habe ich jetzt schon ganz oft gesagt. So, ich bring jetzt. Ich habe so gemacht. Das guck mal, das ist ja, ja, ich bin jetzt alle tut. Übertreibt wieder ein bisschen. Du bist übertreibt. Schlag dich mal, Leute. Ist vorbei jetzt, zu spät. Bring jetzt ein paar Kisten drin, da guckst du dann heute noch mal durch schnell. Unsere Garage habe ich jetzt. Die ganze Garage nochmal. Guckst heute durch, damit der Teil wieder weg ist. Ja? Also heute. Nimmst du hier auf, ja? Dann packst du in die Küche. Ja, erstmal packe ich sie hier, ich muss laufen jetzt hin und her. Hä? Du bist jetzt wieder da. Ja, ich bin da. Ich habe einfach abgeparkt gegenüber, aber ich musste das halt rüberbringen. Die Vasen sind verkauft. Also vielmehr habe ich gesagt, machen wir tausche ich jetzt. Dann sind wir quitt. Mit dem Ding ist ja umso besser. Ich will die Vasen nicht. Du musst ja die Schuhtasche an. Gut, okay, ich bin gleich wieder da. Ja, ich mache halt auch noch ein bisschen Wetter und dann noch ein bisschen. Genau, okay, klar. Das heißt, wenn es kalt ist und es ein bisschen feucht, dann wird es halt zu Eis. So, der letzte Abend vor Ladeneröffnung. Warte, ich will erstmal mit dir einmal durchgehen. Hier wird noch gebüffelt und geübt. Ich bin gerade fertig geworden, jetzt mit drin räumen. Und ich sage tschüss bis morgen früh. Und was morgen früh ist, wisst ihr ja, Fahrradladen hat auf. Ich muss morgen zum Zahnarzt. Genau, mit Lumen. Ja. Letzter Termin. Ja, das ist auch durch. Gut, ich freue mich. Bis morgen. Wir sehen uns. Gute Nacht.